Ja, herzlich willkommen. Heute freue ich mich ganz besonders mit Raul Skuban, der sich intensiv mit der Atmung beschäftigt hat. Und ich habe wirklich sehr viel Inspiration bekommen von seinen Büchern. Wir kennen uns auch persönlich und es ist immer speziell, einfach mit dir über dieses Thema zu reden. Der gesunde Atem, der wird ja zunehmend auch unnatürlich. Was heißt das eigentlich, eine dysfunktionale Atmung? Wie äußert sich das, eine ungesunde Atmung? Wie erkenne ich das? Man erkennt es, man kann sich es einfacher vorstellen, indem man ganz kurz klärt, was eine funktionale Atmung ist, also das Gegenteil einer dysfunktionalen. Und am besten auch noch, wenn wir uns die funktionale Atmung so im Ruhezustand anschauen. Wie sitzt so jemand wie du und ich jetzt gemütlich hier im Stuhl? Wie atmet man, wenn man, oder wie atmet man funktional, wenn man da so sitzt? Und da gibt es so ein paar Kennzeichen. Eine funktionale Atmung, die geht überwiegend durch die Nase und nutzt die vielen Funktionen, die die Nase uns bereitstellt. Sie ist getragen, wie ich gerne sage, vom Zwerchfell. Das heißt, da ist nicht viel Brustatmung da, sondern es ist eine gemütliche Atmung in den Bauch hinein. Sie ist eher langsam. Also wir machen jetzt nicht 20, 25 Atemzüge, sondern das sind vielleicht 8 oder 10 oder 12. Sie ist leise, eine Atmung, die man stark hört. Das ist immer auch ein Kennzeichen für eine dysfunktionale Atmung und dafür, dass große Luftmengen da bewegt werden. Und sie ist entspannt und unangestrengt. Und das merkt man vor allem so in der Ausatmung. Die Ausatmung ist nichts weiter als ein Entspannungsprozess. Und wenn diese Sachen jetzt nicht da sind, wenn die Atmung alles zum Beispiel laut ist, hörbar ist, wenn sie viel in die Brust geht, wenn ich da jemanden sehe, der viel durch den Mund atmet, oder wenn man merkt, dass man viel Spannung im Zwerchfell hat, nicht entspannt ausatmen kann, das wäre dann sozusagen das Gegenteil davon. Das ist eine dysfunktionale Atmung, die dann wirklich mit der Zeit Symptome hervorruft und Unwohlsein bis hin zu Krankheit. Das mit der Überatmung, das war für mich am Anfang ein bisschen neu, weil ich habe ja auch immer gehört, man sollte mehr atmen. Und ich fand das sehr interessant, eben wie du das beschrieben hast, mit der Überatmung in deinem Buch und auch die Symptome. Warum kommt es dazu, dass viele Leute eigentlich zu schnell und zu viel atmen? Was hat das so für Ursachen? Was hast du da so für Tendenzen beobachtet bei den Menschen? Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen mehr atmen, als gut für sie ist, sagen wir es so. Und ich mache da gerne, um es einfach verständlich zu machen, eine Parallele auch zum Essen. Beim Essen, das ist, glaube ich, überall in der Welt angekommen. Da gibt es eine vernünftige Menge, die ungefähr dem entspricht, was meinem Verbrauch auch entspricht. Und wenn wir viel mehr als das essen, wenn wir die Couch Potato sind und jeden Tag 3 Tüten Chips essen, um es mal ganz plakativ zu machen, dann ist es zu viel. Dann entspricht das Essen nicht meinen metabolischen Bedürfnissen sozusagen. Und ähnlich ist es auch beim Atem. Auch da gibt es ein richtiges Verhältnis, eine Balance zwischen dem, was ich an Atemluft eigentlich brauche und von dem, was ich tatsächlich atme. Die Ursachen, also so, der Atem reagiert auf alles, was dir im Leben passiert. Und was uns heutzutage sehr viel passiert den Menschen heute, ist Stress. Und wenn wir im Stress sind, wenn wir Druck haben in dieser schnelllebigen Welt, dann beginnt der Atem sich zu beschleunigen. Die Menge, die wir da ein- und ausatmen, so Tag ein, Tag aus, wird immer größer, immer größer, immer größer. Und dann passieren eben verschiedene Sachen im Körper, im Blut und die biochemischen Prozesse werden gestört. Und das kann ein ganzes Array von unterschiedlichen Symptomen und Problemen dann hervorrufen. Überwiegend ist es Stress, die Atmung dysfunktional werden lässt. Und dysfunktionale Atmung, das können wir fast schon als ein Synonym verstehen. Dysfunktionale Atmung heißt am Ende immer auch, da atmet jemand zu viel, zu intensiv, mehr als gut ist für ihn Also zu oder schnell sie. auch, zu schnell auch und zu viel. Die schnell, ja, also schnell, wenn wir sagen, da atmet jemand schnell, dann verweist es ja auf die, technisch gesehen, auf die Respirationsrate, also wie viele Atemzüge macht da jemand in einer bestimmten Zeit. Das ist nur ein Teil, der bestimmt, ob die Menge groß oder klein ist. Was ja auch entscheidend ist, wie groß ist denn dann jeder einzelne Atemzug für sich? Es gibt auch Menschen, die atmen zu viel, obwohl sie gar nicht so schnell atmen, aber dann machen sie eben jeden einzelnen Atemzug zu groß. Diese beiden bestimmen sich immer, ja, wie viel atme ich in einem Atemzug ein und aus und wie viel mache ich davon? Und die Kombination dieser beiden macht am Ende dann das,
die Atemmenge, die jemand atmet. In Aber deinem häufig, Rebo, Entschuldigung, noch zur Erklärung, aber häufig ist es so, dass wir natürlich beobachten können, dass Menschen auch eine erhöhte Aspirationsrate haben, also zu schnell atmen. zu schnell atmen, ja, also vom Rhythmus her einfach auch. Was mich fasziniert hat in deinem Atembuch, ist das mit dem CO2, weil ich beschäftige mich auch schon lange mit der Atmung, Pranayama und Yoga und viele Themen. Du hast das sehr ausführlich beschrieben im Buch. Kannst du es mal jemandem ein bisschen näher bringen? Warum ist es so wichtig, dieses Thema CO2? Weil viele Leute denken ja bei Atmung vor allem an, ah, ich brauche Sauerstoff und Sauerstoff ist die wichtigste Nahrung. Und selbst mir war das nicht so ganz klar, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Weshalb ist es so wichtig, dass wir auch eben auf dieses CO2 achten, Kohlendioxid? Die hängt jetzt direkt zusammen, diese Frage, mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich mit der Menge, die wir atmen. Ja, wir brauchen Sauerstoff. Unser ganzer Körper braucht Sauerstoff, jede Zelle, das ist überlebenswichtig. Aber dass das optimal auch geschieht, dass optimal Sauerstoff überall in unserem Körper dahin kommt, wo er hin soll, das wird reguliert und gesteuert über das Kohlendioxid. Und Kohlendioxid spielt eben eine wichtige Rolle in vielen, in nahezu allen, in allen physiologischen Prozessen. Und deswegen ist das mit dem Atmen so wichtig. Wenn wir in einer starken Atmung sind, in einer intensiven Atmung sind, in einer Stressatmung sind, eben das, worüber wir gerade gesprochen haben, dann bedeutet das, dass wir ein größeres Volumen atmen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht 10 Liter anstelle von 5 Litern Luft in der Minute. Und damit verbunden ist dann auch, dass wir mehr Kohlendioxid ausatmen, als das der Fall wäre, wenn wir in einer sanften Atmung wären. Und dann entsteht sozusagen ein Kohlendioxid-Minus, wenn ich es mal so ausdrücke. Und Kohlendioxid hat aber wichtige Aufgaben im Körper. Das Kohlendioxid, übers Kohlendioxid wird geregelt, wo wie viel Sauerstoff hin soll. Ja, wenn ein Muskel stark arbeiten muss, dann fällt da viel Kohlendioxid an. Und das Blut, das da vorbeifließt, weiß dann, aha, da muss viel Sauerstoff hin und dann wird da viel Sauerstoff abgegeben. Kohlendioxid sorgt dafür, dass du überhaupt atmest. Ohne Kohlendioxid würden wir aufhören zu atmen und ersticken und noch nicht mal merken, dass das so ist. Denn dieses Gefühl, ich möchte atmen, ich brauche Luft, das wird auch erzeugt vom Kohlendioxid und nicht vom Sauerstoff. Also das sind so die wichtigsten Dinge. Kohlendioxid sorgt auch dafür, dass die Blutgefäße schön weit werden, dass Durchblutung optimal ist, die Sauerstoffversorgung optimal ist. Wir können es uns so vorstellen, wir brauchen zwischen diesem Sauerstoff und dem Kohlendioxid eine Balance. Beides muss da sein, dann funktioniert der Atemprozess. Und deswegen ist es so wichtig mit Ja. dem Kohlendioxid. Es ist genauso wichtig tatsächlich wie der Sauerstoff. Ohne Kohlendioxid kommt kein Sauerstoff nirgendwo hin in unserem Körper. Du hast ja auch in deinem Buch über diese CO2-Toleranz geschrieben, wo es ja auch so einen Test gibt, oder wo man erkennen kann. Da war ich natürlich auch gespannt. Ich habe das auch in vielen Kursen dann auch gemacht. Und viele Leute waren eigentlich erstaunt, wie gering ihre CO2-Toleranz ist. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Denn du testest ja viele Leute, du machst ja viele Atemcoachings, Kurse. Wie sieht das aus mit dieser CO2-Toleranz? Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht für die Zuschauer nochmal, CO2-Toleranz bedeutet, dass unser Körper eine bestimmte Menge CO2 im System akzeptiert. Und wenn ich sage unser Körper, dann ist das genau gesagt das Gehirn. Das Gehirn ist dauernd am Überwachen des Kohlendioxidspiegels. Sauerstoff überwacht das Gehirn übrigens nicht. Es braucht ihn, aber es überwacht ihn nicht. Den CO2-Wert und den damit verbundenen Säurebasen, den pH-Wert im Blut überwacht es auch die ganze Zeit. Und man kann das eben, wir können messen mit einem einfachen Test, wie sensibel sozusagen wir oder unser Gehirn auf Kohlendioxid reagiert. Und mit diesem CO2-Toleranz-Test, dieser Arzt Konstantin Buteyko hat es die Kontrollpause genannt. Und technisch gesehen ist der Test sehr einfach, aber er ist nicht so einfach durchzuführen. Man muss ihn immer wieder machen, bis man ein Gefühl dafür hat. Und deswegen sollte man nicht gleich beim ersten Mal vielleicht sagen, oh, es ist so und so bei mir. Aber man macht halt eine. Aus einer natürlichen Atemsituation im Ruhezustand macht man eine Ausatmung, die Nase zu und schaut auf die Uhr, auf die Stoppuhr und wartet, bis der Moment kommt, wo so diese erste ganz sanfte Einladung kommt, atme doch ein.
dieser erste Atemantrieb, der einsetzt. Meine Erfahrung, und das kann man dann schauen, wie lange ist das? Und man weiß aus Erfahrung mittlerweile, dass wenn es so und so lang ist, ist es funktional. Und Leute, die Probleme haben, wie zum Beispiel Asthma oder Panikattacken, Schlafstörungen, vieles andere mehr, die haben eben oft eine niedrige CO2-Toleranz und eine ganz kurze Kontrollpause. Meine Erfahrung ist die, dass die meisten Menschen so, dass die meisten Menschen eine zu niedrige CO2-Toleranz haben. Und interessanterweise sogar die, besonders die jungen Menschen auch noch. Ich habe das Gefühl in den letzten Jahren, dass gerade die jüngeren Leute, und ich meine jetzt damit so, ich arbeite mit Erwachsenen überwiegend so 25 rum und dann aufwärts, dass die CO2-Toleranz sehr niedrig ist. Die können mit anderen Worten nicht entspannt ein bisschen länger mal in einer Atempause nach der Ausatmung bleiben. Das setzt sehr schnell nach wenigen Sekunden dieses Gefühl ein. Ich muss aber jetzt einatmen, ich muss einatmen. Und das, wenn ich sehe, weiß ich, dass ich einen Menschen vor mir habe, eine Person, die einen hohen Atemantrieb hat, die große Atemmengen hat. Und häufig ist es ja auch so, dass dann damit, dass die Menschen ja dann kommen, weil sie Probleme haben mit der Atmung. Und das hängt dann eben damit zusammen. Was heißt niedrig? Wie viele Sekunden und wie viele Sekunden wären optimal? Wenn ich mich richtig erinnere, schreibst du, glaube ich, im Buch über die magische 25, die Zahl. Die magische Firma. Also, es ist so, dass wenn man, wenn du morgens aufwachst im Ja. Bett und dich anlehnst, ins Bett und dir dann eine Minute Zeit lässt und dann diese Messung machst. Und wenn du das, wenn du vollkommen entspannt und bequem und im völligen Wohlsein nach einer Ausatmung 25 Sekunden sein kannst, bevor der erste sanfte Atemzug wieder von selber einsetzt, dann hast du eine Kohlendioxidtoleranz, wo wir im Bereich von funktionaler Atmung sind. Magisch habe ich es deshalb genannt, weil ich habe viel mit Asthmatikern zu tun, viel mit Panikattacken, mit Erschöpfung, mit vielem, vielem anderen mehr. Und immer dann, wenn die Menschen in ihrer Atempraxis dann so weit sind, dass dieser Punkt dann kommt, dass so diese Morgenkontrollpause, wie wir da auch sagen, dass die stabil über längere Zeit ist, bei diesen 25 Sekunden ungefähr, dann berichten die Menschen, dass sie diese Probleme nicht mehr haben, deretwegen sie gekommen sind. Besser ist es, wenn es noch ein bisschen länger ist. Aber um es ganz konkret zu machen, stell dir vor, jemand hat Asthma und Asthma ist weltweit eine der am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen. Wir reden da über Abermillionen allein in Deutschland. Gar nicht zu reden im Rest der Welt. Stell dir vor, jemand hat Asthma, nimmt Medikamente und fühlt sich nicht gut und beginnt dann so eine Atemarbeit. Zu Beginn kommt nach wenigen Sekunden schon dieses Gefühl, ich brauche Luft. Und während die Asthma-Menschen dann ihre Anfälle haben, wie wir ja auch sagen, haben sie das Gefühl, viel zu wenig Luft zu bekommen oder sogar Erstickungsanfälle. Und wenn sie dann üben und an diesen Punkt eben kommen, diese 25 Sekunden, diese magischen 25, dann brauchen die in der Regel keine Medikamente, sind vollkommen frei davon, keine Belastungen mehr. Und wenn sie dann noch ein bisschen weiter üben und es noch weiter steigt, dann haben sie auch noch so einen Puffer. Ganz ideal wären so 40 Sekunden völlig entspannt nach der Ausatmung als Morgenkontrollpause. Und das zeigt eben, da ist ein Mensch, dessen System, dessen Gehirn CO2 auf eine Weise toleriert, die physiologisch eben sinnvoll ist. Denn es passiert ja in dieser Ausatmung. Ich atme aus, ich mache eine Pause und dann baut sich das CO2 weiter auf im Körper, weil ich es ja nicht ausatme. Und dann setzt eben irgendwann so dieser Punkt ein, mein individueller Punkt, wann ich einatmen möchte. Und der ist eben abhängig davon, wie mein Gehirn auf CO2 reagiert. Und wenn es toleranter reagiert, mehr von diesem CO2 zulässt, ist es gut für unsere Gesundheit. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zum Beispiel jetzt gerade nach diesem Interview dann den Test macht mit der Uhr und er hat vielleicht 10, 12 Sekunden, ist vielleicht sogar ein bisschen frustriert, weil er sich gehofft hat, mehr zu haben. Mit welcher Übung können Leute einsteigen, die jetzt einfach sagen, ich möchte das ein bisschen optimieren? Gibt es da so eine Einsteigerübung, die du vielen Leuten empfehlen kannst, die die Leute nicht überfordert? Wenn mich, ja, es ist ja, wir können ja hier nicht in ein paar Minuten ein Atemtraining machen, das wäre Ja. hoch und dauernd.
Aber ich würde den Leuten empfehlen, dass sie sich hinsetzen und jeden Tag versuchen, das für sich sozusagen also das herzustellen oder sich dahin zu bewegen, was wir das natürliche Atmen genannt haben. Also bequem sitzen, vielleicht die Hände auf Brust und Bauch nehmen, durch die Nase atmen, die Brust zur Ruhe kommen lassen und in die Ausatmung entspannen. In die Ausatmung entspannen und die Einatmung von selber geschehen lassen. Auf unserer Website kann man sich übrigens kostenlos so eine Atemübung runterladen, von einer meiner CDs, die ich hier gemacht habe, die dann in aller Ruhe durch diese Übung durchführt. Ich nenne das natürliches Atmen und ich mache die Erfahrung, man kann viel daraus ablesen dann aus dieser Übung. Ich mache die Erfahrung, dass die Menschen sie alle gerne machen, lieben, auch immer mehr. Ja, Menschen, die viel in der Atemarbeit sind, die vielleicht im Yoga Pranayama üben oder andere Sachen, die zuweilen auch anstrengend sein können, manchmal anstrengender als für einige gut sogar. Und mir wird viel rückgemeldet aus den Yogakursen, dass sie es so lieben, so auf diese Weise natürlich und entspannt zu atmen. Ich würde üben, natürlich zu atmen. Das ist zumindest das ist eine sanfte, einfache Sache. Wie lange Wenn man ungefähr? dann das schneller nach oben steigern will, den Satz, wenn ich noch sagen darf, wenn man ein bisschen in der flotten Zeit rauskommen will aus einem dysfunktionalen Atmen, da muss man ein bisschen härter trainieren, in Anführungszeichen, richtig CO2-Toleranztraining machen. Und da muss man dann entweder sich ein Buch kaufen, wenn man gut autodidaktisch ist, oder am besten mit einem Atemtrainer, der sich bei diesen Themen auskennt. Also es braucht schon eine gewisse Geduld, also bis man dann diese CO2-Toleranz erhöht. Man hat das nicht gleich beim Ja, ersten Mal. nein, 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 das geht gar nicht. Ich vergleiche das manchmal mit einem Muskel. Weißt du, wenn du einen schwachen Muskel hast und du willst Muskelaufbautraining machen, dass der wieder besser arbeitet, dann dauert das einige Wochen, ja, oder Monate. Man macht es ganz sachte. Und das ist genauso. Es ist zwar kein Muskel, den wir da trainieren, wenn es um die CO2-Toleranz geht, sondern wir arbeiten da mit Chemorezeptoren im Stammhirn. Aber trotzdem, wir sind gewissermaßen in dem Gespräch mit ihnen übend und wir versuchen, sie dazu zu überreden, übend, sie daran zu gewöhnen, wieder mehr CO2 zuzulassen. Das dauert ein paar Wochen. Jetzt Aber wie, eben auch nicht Ewigkeiten. Keine ja. Ewigkeiten, ein paar Wochen. Du hast ja viele Menschen eben begleitet, auch mit deiner Atemarbeit. Was hast du für Erfahrungen gemacht, wenn jetzt Leute wirklich so ein Commitment geben, so ich gebe mir jetzt 20 Minuten oder zweimal 20 Minuten Zeit für die natürliche Atmung, ich mache bestimmte Übungen. Was hat das dann so für Auswirkungen auf die Gesundheit? Wie sieht das aus bei den Leuten, die wirklich dann praktizieren? Also sich die Zeit nehmen und es auch richtig und korrekt üben. Was hast du da so für Beobachtungen gemacht? Ja, großartig. Ich bin immer wieder eigentlich völlig überrascht, mit was für Sachen passieren. Auf gesundheitlicher Ebene, aber auch auf der Ebene der Leistungsfähigkeit der Menschen. Es sind ja nicht nur kranke Leute, die sich fürs Atmen interessieren. Das sind auch Menschen, die hoffentlich zum Beispiel mehr physische Leistungsfähigkeit oder Menschen, die möchten mehr in eine innere Ruhe kommen. Aber auf der gesundheitlichen Ebene ist es eben Menschen, die oft von Arzt zu Arzt gegangen sind, jahrelang, denen oft gesagt worden ist, sie sind austherapiert mit ihrem Problem. Häufig geht es dabei um Asthma, häufig geht es auch so Sachen um Panikattacken, um eigentlich ein ganzes Panorama chronischer Erkrankungen. Das können Schilddrüsenthemen sein, das kann Diabetes sein. Die chronischen Erkrankungen, wie wir sie nennen, heißen auch Zivilisationserkrankungen. Das sind Krankheiten, die haben eine enge Verbindung zu der Art und Weise, wie wir leben. Oder mit anderen Worten, weil wir so leben, wie wir leben, werden viele von uns krank und fühlen sich nicht mehr gut. Und wenn man jetzt den Atem benutzt, um sozusagen an dieser Stelle wieder ein bisschen mehr natürlicher zu werden, so zurück zur Natur aus der Perspektive des Atems, dann korrigieren sich biochemische Prozesse im Körper, Vitamine arbeiten besser, Proteine arbeiten besser, Enzyme arbeitet alles besser, funktioniert besser. Und dann wird ganz vieles, auch Verdauungssachen, immunologische Störungen, Allergien, Hautsachen, ich bin selber immer wieder überrascht. Wow, das ist Und unglaublich. Opernsänger singen besser. Ich habe ein paar Opernsänger gecoacht, richtige Cracks. Da dachte ich eigentlich, was soll ich Ihnen über den Atem sagen? Ein Opernsolist hat doch so eine Beherrschung über den Atem, für seine Kunst. Aber als sie dann begonnen haben, so ein Training zu machen, ihre CO2-Toleranz noch zu verbessern, sagten sie mir,
diese Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, unabhängig voneinander, dass sie jetzt besser singen, Töne länger halten können, dass der Ton von der ersten Sekunde auf der Bühne an steht, ohne dass sie sich noch viel einsingen müssen vorher. Sie machen nur eine kleine Atemübung. Oder Sportler erreichen die gleiche Leistung oder sogar mehr Leistung wie vorher, mit viel weniger Anstrengung und viel weniger Erschöpfung, weil einfach die Atmung effizienter geht und nicht mehr so anstrengend ist. Unglaubliche Ist Erfahrung. faszinierend. Ja, das ist wirklich toll. Also wie ist es denn auf der psychischen Ebene? Was hast du so beobachtet bei den Leuten? Wirkt das, werden die Leute zum Beispiel ruhiger oder ausgeglichener, wenn sie wirklich regelmäßig mit dem Atem arbeiten? Was hast du da beobachtet? Das ist unterschiedlich. Es gibt es die einen, die sehr schnell merken, wie gut es ihnen tut auf so einer seelischen Ebene und ja, mehr bei sich selber sein, eben diese hohen Momente zu haben. Und dann gibt es die anderen, die diese hohen Momente trotzdem nicht kriegen, denen dann zum Beispiel bewusst wird, in welchem, das ist öfter gefallen, das Wort, in welchem Wahnsinn sie eigentlich sind im Leben, dass es ihnen noch nicht mal mehr gelingt, 2 mal 15 Minuten am Tag Zeit für sich zu finden, zum Beispiel. Und es gibt auch Menschen, das kann dann ein bisschen schwieriger auch mal sein, denen es einfach schwerfällt, sich auf sowas einzulassen, die das als stressig empfinden, zum Beispiel auch nur so mal sowas zu messen, wie eine Kontrollpause, oder andere Prozesse in dieser Atemarbeit, die dann sozusagen so einen inneren Widerstand da erleben, der es ihnen schwer macht. Das ist natürlich jetzt nicht ein Atemproblem oder der Atempraxis geschuldet, sondern es hat zu tun damit, was Menschen selber mitbringen. Dieses nicht akzeptieren wollen, zum Beispiel, dass es vielleicht gerade im Moment nicht so gut ist. Ja. Man kann auch sagen, ich stelle mich nicht mehr auf die Waage, weil ich will gar nicht wissen, dass ich 20 Kilo zu viel habe. Sage ich jetzt als einer, der sich nicht jeden Tag auf die Waage stellt, aber ich will nur einen Punkt machen. Manchmal wollen Menschen auch bestimmtes gar nicht wissen und dann stresst es sie, wenn sie es erfahren. Also eigentlich sehr unterschiedlich, aber insgesamt. Die längerfristige Wirkung auf die seelische Befindlichkeit, die ist natürlich sehr, sehr positiv. Also für die meisten. Aber auf einer seelischen Ebene ist Atemarbeit nicht immer so leicht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, und man begegnet auch seinen Widerständen. Am besten kommt man voran, wenn es einem gelingt, das Ego so weit wie möglich rauszunehmen und einfach zu akzeptieren, okay, bei mir ist es im Moment, meine Kontrollpause ist niedrig vielleicht. So wie man ja auch akzeptieren könnte, dass man sagt, mein Blutdruck ist hoch, aber ich möchte Dinge tun, gerne, die ihn jetzt etwas senken. Da beginnt es natürlich damit zu akzeptieren, was ist. Ja, damit beginnt es. Du hast dir ein Buch geschrieben, speziell zu diesem Thema. Wie ist der Titel von diesem Buch? Für die Leute, die es. Ich hab ein Buch zur Buteyko-Methode geschrieben, so heißt es auch, die Buteyko-Methode, wie wir unsere Atmung verbessern im Alltag, im Beruf, im Yoga und im Sport. Und ich habe dann noch ein umfangreicheres Buch danach geschrieben, das heißt Atmen, das noch einen größeren thematischen Bereich aufmacht. Beide Titel wären gut geeignet, um da mal einzusteigen, Übungen zu versuchen und zu schauen, was macht das mit mir? Tut mir das gut? Möchte ich weiter reingehen? Vielleicht auch ein Atemtraining machen oder was auch Also immer. ich kann allen das nur empfehlen, denn ich habe beide Bücher gelesen und mich hat das wirklich sehr, sehr inspiriert und ich habe schon mich lange mit der Atmung beschäftigt, habe ich sehr viel Neues gelernt und auch einiges, was ich selber geglaubt habe, habe ich ein bisschen in Frage gestellt durch dieses Wissen, das auch sehr tief recherchiert. Ich denke, alle Menschen, die sich wirklich tiefer einlassen möchten, nicht nur auf die Atmung, auch auf sich selbst. Ist das wirklich eine wunderbare Einladung, so mit dem natürlichen Atem zu beginnen und dann einfach tiefer einzutauchen. Und ja, herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview und Sehr ich gern. wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass ihr euch eben die Zeit nehmt fürs Atmen und für euch selbst.